schönes Tor. Wunderschönes Tor von Berkan Kovacic mit dem Außenriss. Linke Eck. Und wie wir vorausgesagt haben, hat es keine 40 Sekunden gedauert, bis der erste Treffer fällt. War auch wunderschön vorher rausgespielt. Die Kölner waren da jetzt nicht genug, aber die Gegner können immer wieder zurückkommen und das zeigen sie. Ja. Einer. Das muss eigentlich das 2:0 sein von Sebastian Olaf Kurchler. Wenn er den nochmal querlegt. Und er macht ihn. Das ist ein Hin und Her, das ist ein gutes Fußballspiel. Den Ausgleich. Die Mentalitätsmonster. Kommt immer wieder zurück. Ja, FC Kassel kann das 2-0 machen, machen es nicht, im Gegenzug der Ausgleich. So schnell geht es in der Halle. Beide haben gemerkt, wie schnell es gehen kann. Ja. Beide wissen auch, was es hier geht. Das muss man ganz klar so sagen, weil der Sieger ist wahrscheinlich als Gruppenzweiter für die Zwischenrunde qualifiziert. Und das war schon ein... Ja, und da gibt es auch zu Recht die zwei Minuten Strafe. Beschwert sich auch keiner. Die Überzahl ausspielen kann. Interessant auch, wie Eintracht Eckern jetzt versucht, wahrscheinlich die Zeit runterzuspielen. Ja. Hier zu leichter Ballverlust. Man jetzt clever machen. In die Breite gehen. Nicht zu schnell den Abschluss suchen. Geduld zeigen. Aber das machen sie nicht. Versuchen es vermehrt mit Fernschüssen. Fernschüssen in Überzahl. Dadurch haben sie nicht die Hälfte. Nur noch 45 Sekunden und Eintracht Eckern darf sich wieder vervollständigen. Dicker verteidigt leidenschaftlich. Der
Regeln verwechseln mit den damaligen Hallenregeln. Ja, und Ikan hat es geschafft. Und schon darf sich einfach Dickern wieder vervollständigen. Schadlos überstanden. Er kann doch weiterspielen nach diesem für ihn doch der harten Foul. Spekuliert die Kamera drauf. FC das Spiel machen und versuchen immer wieder durch Ballerung das Umschaltspiel anzukurbeln. Tschech. Angst hatte darum, dass das immer ruppiger wird, aber... Und jetzt auf einmal, Hennes Charles kann gute Ballführung. Vom Spiel können wir gerade nicht sehen. Doch sehr viel Bewegung hier unten in der Halle. Ich wundere mich aber, dass so viele zugelassen werden hier im Ja, es ist ja so vorgesehen diesmal auch wieder, dass die Mannschaften sich unten aufhalten sollen. Absolut. Und damit die Zuschauer, weil doch die Ränge oben immer sehr schnell sehr voll sind. Danke, Andreas. Merke ich auch. Mit Input hier von einigen Menschen. Noch 6 Minuten zu spielen, immer noch 1:1. Jetzt schon längere Zeit keine Torszenen mehr.
geht so ein bisschen die Luft aus, ne? Muss man sagen, in den ersten Minuten war mehr Tempo. Ja, jetzt meldet sich FC nochmal mit einer Torschance zurück, aber... Ja, jeder jetzt gemachte Fehler, ne, kann richtig wehtun. Deswegen erwarte ich spannende letzte Minuten. Nichts mehr zu sehen, alle Spieler stehen, Verantwortliche stehen uns im Weg. Dass nicht die Heimmannschaft, die erstgenannte Mannschaft siegreich wäre. Deswegen rechne ich jetzt auch mit einem Treffer von Eintracht Ickern. Super gehalten von Herrn Leder. Muss man wirklich jetzt sagen, zweimal richtig gut gehalten. Ja.
das mit dem Runterlaufen ist ja gar nicht so einfach, ne? Dank der Futsalregeln. Das ist ja wirklich sehr angenehm, ist, dass der Eckball nach 4 Sekunden ausgeführt werden muss. Ja, die Zeit wird gestoppt. Und 7 Sekunden vor Schluss muss der Torwart das Feld verlassen. Zwischenrunde qualifiziert und wird auch morgen am Turnier weiterhin teilnehmen.